Die Initiative Salam Shalom engagiert sich für den muslimisch-jüdischen Dialog. Wir haben Rebecca und Skanda getroffen, die das Projekt unterstützen. Ich bin Rebecca. Ich bin seit mehreren Monaten bei der Salam Shalom Initiative. Und der Grund, warum ich beigetreten bin, ist, dass ich der Meinung bin, dass die Initiative natürlich sehr gute Arbeit leistet im interkulturellen Bereich. Mir haben die Projekte gefallen und als ich mich dann angeschlossen habe, waren mir auch die Leute sehr sympathisch, die Atmosphäre der Zusammenarbeit, und deswegen bin ich der Initiative beigetreten. Ich bin Iskander und ich bin in der Initiative, weil ich überzeugt bin, dass es gibt Menschen in Berlin verschiedene Zugehörigkeiten, also Religionszugehörigkeiten, nicht nur Muslime und Juden, die miteinander reden müssen und ähnliche Probleme haben. Und das ist eben der Grund, warum ich in der Initiative bin. Was macht die Initiative genau und weshalb ist sie überhaupt entstanden? Also die Initiative ist entstanden vor ungefähr anderthalb Jahren, nachdem es eine mediale Diskussion gab, ob man als Jude in Neukölln sich sicher bewegen kann. Und dieses Thema hat damals sehr kontroverse Reaktionen ausgelöst. Und eine der Reaktionen war eben das Gründen dieser Initiative, weil eine Gruppe von Juden und Muslimen damals in Neukölln das Gefühl hatte, dass ihnen eigentlich keine Stimme in dieser Diskussion gegeben wird. Und ich glaube, dabei geht es eigentlich bei der Initiative, also Menschen, die etwas ungewöhnlichere Standpunkte vertreten und eben in der interkulturellen Arbeit tätig sind, auch eine Stimme und Gehör zu verschaffen. Und da geht es dann einerseits um die Medien und andererseits natürlich auch um, soweit das möglich ist, politische Partizipation und immer wieder um Diskussionen auch in der Gruppe, um das Finden von Positionen und auch um einfach das Öffnen und Kennenlernen, also wie dann eben zum Beispiel wir diese Brunch-Möglichkeiten organisieren, die dann einmal im Monat, immer am ersten Wochenende des Monats stattfinden, wo alle, die Interesse an der Initiative haben, hinkommen können und Fragen stellen können und uns kennenlernen können, aber eben auch so Aktionen wie, wir hatten eine Podiumsdiskussion, wo es um Charlie Hebdo ging und um Antisemitismus und Meinungsfreiheit und antimuslimischen Rassismus. Wir haben uns an mehreren Projekten beteiligt in letzter Zeit. Wir sind vertreten mit einem kleinen Beitrag beim Friedensfestival. Wir werden mitmachen bei 48 Stunden Neukölln. Also es sind ganz viele Projekte, die dann innerhalb der Initiative von den Mitgliedern selbst getragen werden. Und auch immer wieder Statements zu tagespolitischen Themen, die wir relevant finden, die veröffentlicht werden. Wie ist denn die Situation heute? Kann heute ein Jude mit Kippa unbeschwert durch Neukölln oder Kreuzberg laufen? Also es gab unterschiedliche Experimente eigentlich zu diesem Thema. Unterschiedliche Journalisten, auch Fernsehjournalisten, haben dieses Experiment gemacht, gerade weil es so oft diskutiert wurde, mit der Kippa durch Neukölln zu gehen. Und es gab zum Beispiel einen Beitrag vom Weiß-Magazin. Da ist ein amerikanischer Jude mit der Kippa durch Neukölln gegangen und er hat das ausprobiert. Das war dann ein bisschen inspiriert von diesen Selbstversuchen, die es auch gab von Frauen, die durch Städten gegangen sind und eben sexuelle Belästigung dabei aufgezeichnet haben. Und er ist dann durch Neukölln, durch Kreuzberg und eigentlich durch unterschiedliche Stadtteile in Berlin gegangen und ihm ist nichts passiert. Das ist natürlich aber dann auch eine Glückssache. Also genauso kann man natürlich auch angegriffen werden, wenn man das Unglück hat, in eine solche Situation zu kommen. Aber ich glaube nicht, dass sich das dann nur auf Neukölln bezieht, sondern auch auf andere Stadtviertel in Berlin. Es bleibt, also eine Kippa durch Neukölln zu tragen, bleibt meiner Meinung nach nicht unproblematisch. Also es kann sein, dass jemand angegriffen wird oder halt komisch, man guckt zu ihm komisch oder so, aber ich finde es auch genauso, das kann genauso passieren, wenn eine Frau mit Kopftuch nicht in Neukölln laufen, aber in anderen Stadtvierteln in Berlin, wo das nicht üblich ist, diese Szene zu sehen, eine Frau mit Kopftuch.
Es gibt also nach wie vor Konfliktpotenzial. Wie ist es bei eurem Projekt? Kracht es da auch manchmal? Ja, aber ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, ob man manchmal unterschiedliche Ansichten vertritt oder unterschiedliche Perspektiven hat und die dann auch diskutiert, sondern wie man das macht. Und solange man eben eine Ebene des Respekts bewahrt und sich gegenseitig zuhört und sich da auch einfach Raum gibt für Kommunikation, dann ist es auch möglich, diese Konflikte so weit aus dem Weg zu räumen, dass eben die Zusammenarbeit sehr gut weiterhin möglich ist. Auch wenn man dann in unterschiedlichen Punkten vielleicht nicht ganz übereinstimmt, muss das dann einer großflächigen Kooperation und eben einem Zusammenhalt trotzdem nicht im Wege stehen. Und so ist das auch bei uns in der Initiative. Für mehr Toleranz anderen Kulturen und Religionen gegenüber engagiert sich auch die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, kurz KIGA genannt. Wir haben uns über die Arbeit des Berliner Vereins informiert. Bei mir ist jetzt Anne Goldenbogen, die sich seit Jahren für die KIGA engagiert. Frau Goldenbogen, was macht die KIGA genau und weshalb wurde diese Initiative gegründet? Die KIGA, wir sind Bildungsträger, ein Bildungsverein, ausgesprochen heißt es ja Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Und der Verein ist entstanden 2003 auf Initiative von verschiedenen Leuten, die in Kreuzberg gewohnt haben, größtenteils Leute, die einen türkischen Migrationshintergrund hatten und festgestellt haben, dass in ihrer Nachbarschaft antisemitische Parolen stärker geworden sind, dass Jugendliche häufiger auch sowas wie du Jude, mittlerweile ist es normal, aber damals sozusagen die Jude gesagt haben, Sprühereien im Kiez aufgetaucht sind und die dann gesagt haben, wir müssten eigentlich was dagegen tun, was unternehmen. Das waren die ganzen Ereignisse infolge der zweiten Intifada in Israel und Palästina. Und die dann gesagt haben, wir gründen einen Verein und nehmen uns vor allen Dingen jetzt erstmal am Anfang der Thematik Antisemitismus unter Migrantinnen und Migranten, vor allen Dingen türkischen und arabischen Migrantinnen an. Mittlerweile hat sich das Spektrum erweitert. Wir waren damals die Ersten, die zu dem Thema gearbeitet haben. Und mittlerweile würden wir sagen, wenn wir uns selber beschreiben, dass wir zu Antisemitismus in der Migrationsgesellschaft arbeiten, dass es nicht um, wir haben immer noch den besonderen Fokus auf muslimische Jugendliche und Erwachsene, aber insgesamt geht es darum, eigentlich in einer Gesellschaft zu arbeiten, wo die Leute unterschiedliche Herkünfte haben, Identitäten, religiöse Zugehörigkeiten und sich dort mit Judenfeindschaft, Antisemitismus, aber auch mit Rassismus, Islamfeindlichkeit und Islamismus eigentlich auch auseinanderzusetzen. Wie muss man sich das in der Praxis vorstellen? Haben Sie Kooperationspartner, mit denen Sie zusammenarbeiten? Sind Sie ein Treffpunkt für Jugendliche oder wie muss man sich das vorstellen? Genau, wir sind kein Treffpunkt, sondern wir haben hier Büroräume, in denen wir arbeiten und wir gehen raus. Also mit unserer Arbeit gehen wir selber raus, vorrangig in Schulen und auch in die Erwachsenenbildung. Also vermehrt jetzt eigentlich auch zu Studierenden der sozialen Arbeit und zu Studierenden, die Lehrer und Lehrerinnen werden wollen, um dort sozusagen schon in der Ausbildung bestimmte Kompetenzen mitzuvermitteln. Und wir haben in Kiez, aber auch darüber hinaus Kooperationsschulen, mit denen wir gemeinsam arbeiten, auch schon über mehrere Jahre. Wir kooperieren mit unterschiedlichen Trägern, zivilgesellschaftlichen Vereinen im Feld. Eigentlich das auch mittlerweile bundesweit. Und ganz konkret heißt es, sozusagen die Arbeit umfasst mehrere Säulen. Wenn wir mit Schülern arbeiten, gehen wir in Schulen oder fahren mit den Schülern gemeinsam in Bildungsstätten und arbeiten zu spezifischen Themen, Judenfeindschaft, Islam, Islamismus, was ich schon gesagt habe. Wenn wir mit Lehrern arbeiten, sind es meistens Tagesseminare, wo wir Hintergrundinformationen vermitteln und Sensibilität eigentlich auch sensibilisieren wollen für die Arbeit wiederum mit Jugendlichen. Das heißt, Sie machen nicht nur Jugendbildung, sondern auch Erwachsenenbildung. Genau, wir arbeiten schwerpunktmäßig eigentlich auch in den letzten Jahren noch vermehrt mit Erwachsenen im Multiplikatorenbereich, weil es ganz einfach es gibt die Bedarfe auf der einen Seite, also relativ viele Lehrkräfte stehen vor allen Dingen, wenn die Lage eskaliert, immer vor dem Problem, wir wollen jetzt unbedingt was machen, was ein bisschen kurzsichtig ist, aber man kann es sehr gut am Beispiel des Gazakriegs letzten Sommer erklären, sozusagen der Krieg ist ausgebrochen. Es gab ja sehr emotionale Wutreaktionen auf den Straßen, die gab es natürlich auch in den Klassenzimmern und überall. In so einem Momenten klingelt das Telefon, da sind die Lehrkräfte besonders aufgeregt, überfordert teilweise auch, wie sie damit umgehen sollen.
Und wir versuchen eigentlich durch unsere Arbeit eine Sensibilität dafür zu schaffen, dass so eine Feuerwehrpolitik sinnlos ist oder zu kurz greift, sondern dass eigentlich sinnvoll ist, sich schon recht früh und auch nachhaltiger, also langfristiger mit den Themen zu beschäftigen, das einfach immer wieder auch im Unterricht einfließen zu lassen oder auch in der Sozialarbeit einfließen zu lassen, um halt gar nicht erst so eine Feuerwehreinsätze nötig zu haben. Sind Sie in ganz Berlin unterwegs? Wir sind in ganz Berlin unterwegs und mittlerweile auch über Berlin hinaus. Die Anwendung in den Schulen, also schulische Arbeit mit Jugendlichen, das ist unser Schwerpunkt in Berlin. Wir wollen aber in den kommenden Jahren das eigentlich auch in andere Bundesländer ausweiten mit Kooperationspartnern, um dort sozusagen auch unsere Konzepte, wir entwickeln ja entsprechende Materialien und pädagogische Ansätze, um dort auch Leute zu schulen in anderen Bundesländern, damit die wiederum in Schulen aktiv werden können. Und im Fortbildungsbereich sind wir mittlerweile schon seit einer ganzen Zeit auch bundesweit tätig. Sind schon mal aus Jugendlichen, die Sie unterstützt haben, auch Helfer geworden? Ja, also wir haben seit 2 Jahren, glaube ich, auch Peer-Projekte. Peer heißt ja sozusagen, dass Jugendliche mit anderen Jugendlichen zusammenarbeiten. Und die Projekte, die wir in dem Zusammenhang machen, ist, dass wir Jugendliche ausbilden dazu, dann mit anderen Jugendgruppen zu arbeiten. Und es ist recht erfolgreich gelaufen. Das heißt sozusagen, die Jugendlichen, die in diesem Programm dabei waren, sind mittlerweile selber Teamende in unseren Projekten. Die gehen selber an Schulen und begleiten auch Schulklassen über längere Zeiträume hinweg. Das ist ein sehr erfreuliches Ergebnis. So, bei mir ist jetzt Ruth Fischer, die die KIGA ebenfalls seit Jahren unterstützt. Frau Fischer, könnten Sie uns etwas über den pädagogischen Ansatz erzählen? Wie arbeiten Sie, wie gehen Sie vor, arbeiten Sie mit Spielen oder wie ist es bei Ihnen? Ich glaube, ich würde zuerst mal damit anfangen, wie unser Team aufgebaut ist. Also wir haben ein Team, was gezielt nicht homogen sein soll. Wir haben selbst Leute mit Migrationshintergrund, wir haben Leute aus den verschiedensten Bereichen, auch aus den pädagogischen Bereichen, Leute, die teilweise erst gerade aus der Schule praktisch heraus sind. Und ja, mit diesem Team gehen wir praktisch an die Schulen und dann machen wir genau das, wofür die KIGA auch steht, und zwar eine große Bandbreite an Methoden. Also wir arbeiten zum Beispiel bei dem einen Projekttag mit einem Quiz, wir haben ein Planspiel, was über 45 Minuten, 1,5 Stunden circa geht, und dann noch die Restauswertung im gesamten Projekttag. Und ja, also Methodenvielfalt auf jeden Fall. Es ist kein Unterricht, wir sitzen auch nicht irgendwie an Tischen mit den Schülern oder so, wir haben einen gemütlichen Stuhlkreis und genau. Arbeiten so mit denen. Also es ist ein spielerischer Ansatz. Ja, auf jeden Fall. Es ist halt kein Unterricht und ich glaube, das macht auch eine Menge irgendwie bei den Schülern und Schülerinnen aus. Was ist das beliebteste Spiel? Oh, ich hatte leider bis jetzt noch nicht das Vergnügen, mit mehreren Projekttagen in einer Klasse zu sein. Mein persönlicher Favorit ist, glaube ich, das Planspiel zum Nahost. Da spielt man dann einmal die, ja, gängigen Mitspieler praktisch des Nahostkonfliktes, wie er entstanden ist durch. Also es gibt zwei Leute, eine Gruppe, die zum Beispiel die britische Mandatsgruppe spielen, die leiten das dann auch und wir sind dann praktisch nur unterstützend. Und dann haben wir so etwas wie den König von Ägypten, die revisionistischen Zionisten und verschiedene andere Gruppen, ja, die dann praktisch zusammen eine Lösung für den Nahostkonflikt finden sollen. Das funktioniert nicht immer, aber darum geht es auch gar nicht. Es geht, glaube ich, eher darum, so ein bisschen zu sensibilisieren, wie viele Probleme eigentlich bei der Entstehung des Staates Israel und auch schon davor irgendwie da waren. Und vielleicht auch so dieses Denken von Schwarz-Weiß, es gibt nur die israelische Gruppe und nur die palästinensische Gruppe, die irgendwie gegeneinander sind und sich gegenseitig ausspielen wollen, das, glaube ich, so ein bisschen aufzubrechen. Und das ist, glaube ich, so mein persönlicher Favorit. Berlin ist bunt und soll es auch bleiben. Da sind sich alle Akteure einig, die wir während unserer Tour befragt haben. Der Schlüssel für mehr Toleranz liegt im gegenseitigen Austausch und in der Neugierde auf den anderen. Und selbst wenn es bei der Kommunikation noch ab und zu kracht, man sollte nie aufhören, aufeinander zuzugehen.